Nein! Ey, Delfini, gib mir mal noch mal kurz den Speed, bitte, dann schwimme ich nach Hause. Aber vorher muss ich noch mein Boot einsammeln. Man hat einfach die ganz normale Animation vom Schwimmen und ist einfach lol. Man ist einfach 10-mal schneller, Alter. Und das hier müssen wir auch mal alle, oder wir lassen, mal gucken. Ich bin aber, muss ich sagen, auch echt stolz mittlerweile darauf, was wir hier schon alles gebaut haben. Also wir haben ja wirklich den Hafenabteil, der ist ja richtig groß geworden mittlerweile. Und der wächst und wächst ja, das wird ja immer, immer mehr. Hoffentlich wird es auch in Zukunft natürlich sich immer weiter ausdehnen. Wenn man sich hier nur noch den Abteil anguckt, hier, und wenn es später hier noch hochführt und alles, wow, und wenn dann noch das Tor ist und so, dann hat man schon echt viel zu gucken, muss ich sagen. Aber das ist ja nur der Anfang, Leute. Ist ja nur der Anfang. So, erstmal schwarze Farbstoff hier machen. Und dann brauchen wir einmal den grauen Farbstoff. So, jetzt machen wir uns einmal, nee, weißes Glas nicht. Hellgrau und einmal normales Graues, bitte. So, und dann schauen wir mal, was am besten aussieht. Das wäre jetzt grau. Und das wäre so eine Mischung aus hellgrau und grau. Das hier wäre hellgrau. Ich will es mal probieren. Vielleicht kann man ja so eine Mischung aus lila und hellgrau machen. Die Frage ist, wie kann man sich lilanen Farbstoff craften? Ne, Magenta. Nein! Wo kam der her? Sag es mir. Wo kam der her? Woher? Das ist ja... Nee. Nee. So, Kiste. Ich brauche mal die Kisten. Der hat doch nicht nur zwei Kisten weggesprengt. Warum bekomme ich denn nur zwei Kisten wieder? Och man, Leute, ich fange gleich an zu heulen. Wie kann denn sowas passieren, Alter? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch einfach ein Joke. Ich schmeiß es jetzt hier einfach alles rein, Alter. Ich habe ja auch gar keinen Bock hier irgendwie jetzt nochmal irgendwie was einzusortieren. No joke. Junge, was ist denn das für ein Kack-Creeper gewesen? So, okay. Ist alles wieder einigermaßen einsortiert. Auch wenn natürlich hier jetzt alles ein bisschen kaputt ist, Alter, Mann. Mann, wie, nee, Leute, ihr habt's auch safe gehört, Alter. Ich konnte da ja jetzt wirklich nicht viel machen, Alter. Es ist ja wirklich nicht machbar gewesen, da jetzt krass noch irgendwie auszuweichen oder den vorher zu sehen oder so. Okay, jetzt aber Magenta. Magenta Farbstoff, zwei rote, was ist das denn? Zwei rote, einen blauen und noch irgendwas. Warum braucht Magenta Farbstoff so fucking viel? Rot und rosa, wie bekomme ich rosa? Rosa konnte ich schon craften, soweit ich es gesehen habe. Hä, und warum kann ich es jetzt nicht mehr craften? Ich habe keinen roten Farbstoff mehr. So, liebes Mohn, gib mir einmal Farbstoff. Oder Violett. Violett können wir auch mal ausprobieren, aber ich würde gerne rosa craften. Mann, wie mache ich denn jetzt rosa Farbstoff? Hier, jetzt können wir Magenta Farbstoff. Danke. Und Violett machen wir auch nochmal. So, jetzt können wir einmal mit dem Farbstoff, können wir jetzt nämlich einmal die Gläser färben. Einmal zu Magenta-Glas. Und statt Magenta-Glas machen wir jetzt auch einmal violettes Glas. Und schauen uns jetzt mal mit dem grauen. Och Mann, ich habe irgendwo mein hellgraues Glas einsortiert. Und jetzt muss ich erstmal kurz suchen. Hier, hellgraues Glas. So, jetzt können wir uns damit hier mal auf den Weg machen. Und einmal schauen, wie das aussieht als Mischung. Weil das ist ja jetzt lila. Und ich muss sagen, lila passt hier irgendwie. Und wenn ich jetzt hier einmal grau hin tue. Es ist so grau-lila. Und einmal das. Boah, das sieht schon irgendwie cool aus. Und was passiert, wenn ich jetzt hier einmal lila, dann ist es wieder volles Lila, so. Und wenn wir jetzt einmal hier das draufsetzen, so. Guck mal, wenn ihr das so sehen würdet, seid ehrlich, sieht schon cool aus, oder? Und wenn wir das jetzt hier noch wegmachen, wie sieht's dann aus? Sieht's genauso aus, ne? So hat es irgendwie nicht so einen geilen Effekt. Das muss schon so sein, so hier. So sieht es heftig aus, Alter, so machen wir das auch. Also wir müssen uns merken, hell, dunkel, hell. Und dann springen wir einmal da runter. Und setzen direkt hier hell, dunkel, hell. Sehr gut. Dann müssen wir uns merken, dass hier kein Wasser mehr ist, weil ich meinen Wassereimer auch schon irgendwie da irgendwo hingebummelt habe. So, und dann fliegen wir mal hier wieder raus. Boah, das sah für euch jetzt locker voll cool aus, weil ich voll in dem Strahl war. Und Hardy, alles ist gut, Brudi. So, dann schnappe ich mir jetzt hier noch einmal Wasser. Flieg hier wieder raus. Und dann... Ach man, Wuffi, ey, es ist doch mal. So, und wenn wir dann von hier aus einmal gucken, sieht das doch mit dem Beacon schon echt ganz cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut mit dem Beacon. Wenn man hier so lang kommt und den Beacon sieht, sieht das schon echt cool aus. Sieht schon fancy aus, Alter. Nice, nice. So, weiter geht's, Alter. Wir wollen ja hier ein richtig heftig großes Tor bauen, große Farming Area bauen und so.
Habe ich ja alles vor, habe ich euch auch schon erzählt. Und ich werde hier einmal ganz kurz oben rechts einblenden, ein kleines Bildchen. Ich wollte euch das schon echt lange zeigen. Ich habe so eine kleine Planung gemacht, wie die Farming Area später aussehen soll. Ist echt interessant, ist auch ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen. Aber Leute, ich zeige euch das, ich blende euch das jetzt hier mal groß auf dem Monitor ein und kann euch das mal ganz kurz ein bisschen erklären, wenn ihr wollt. Und erstmal, also ich habe vor, sehr wahrscheinlich, unterste Etage um ein Lager zu bauen. Beziehungsweise nicht direkt auf Höhe 5. Vielleicht auch oben, da bin ich mir selber noch gar nicht sicher, aber wir müssen eh so oder so erstmal den Raum dafür ausheben. Dann habe ich auf jeden Fall noch geplant, dass ich das ebenenweise nach oben erweitern werde. Heißt, wenn wir zum Beispiel auf Höhe 5 bauen und auf Höhe 80 sind und dann noch Platz nach oben ist, dann will ich da drüber auch noch Farmen bauen und vielleicht sogar eine nächste Ebene, eine zweite Ebene von der Area bauen. Wird ganz interessant. Wir müssen auch definitiv zwischendurch nochmal Dia-Picken verzaubern und alles, weil die Picken werden uns bald ausgehen wie sonst was. Das kann ich euch versprechen. Dann kommen dort alle wichtigen Farmen rein. Also bedeutet, was soll ich sagen, halt alle komplett automatisierten Farmen, alles, was da in irgendeiner Weise möglich ist, alles, was ich in irgendeiner Weise komplett automatisieren kann, wird da unten gebaut, vielleicht auch in mehrfacher Ausführung und definitiv in sehr, sehr großer Ausführung, denn wir wollen natürlich genug Items und genug Stuff farmen können. So, dann habe ich definitiv noch vor, das hat nichts damit zu tun, aber ich will im Spawn-Chunk noch wesentlich viele Farmen bauen, dass wir dort vielleicht einfach von unserer Grundbase, die wir jetzt hier bauen mit den Farmen, ne, weiß ich nicht, Bahn bauen oder irgendwas, dass wir zum Grundschrank kommen, ich weiß auch, wo der ist, keine Sorge, und dort nochmal eine kleine Area haben, wo wir sowas Gleiches haben, in Anführungszeichen, nur dort wird es halt durchgehend geladen, wisst ihr. Dann habe ich vor, den Eingangsraum, die Eingangshalle wird rund. Du wirst da runterkommen und wirst in eine runde Halle kommen, und in dieser runden Halle ist ein 40er Radius, also ein 80 Block Durchmesser. Und die ist dann, wie groß die ist, weiß ich noch nicht, muss ich ganz davon abhängen, wie das alles auf mich wirkt. So, und das Ganze, und jetzt kommt wahrscheinlich der Buff, den viele interessieren wird, das Ganze wird sich über 200 Blöcke in der Unterwelt erstrecken. In jede Richtung, im Prinzip, wenn ich 16 Chunks laden kann, sind das 16 mal 16 Blöcke in jede Richtung. Bedeutet, ich kann 200 Blöcke oder eigentlich 256 Blöcke in jede Richtung laden, wenn ich auf 16 Chunks mir da stelle, wo mein Minecraft, denke ich, schon anfangen wird zu laggen. Vor allem, wenn wir so viele Texturen dann laden. Aber ich stehe ja da eh nur auf K und dann kann es laggen und zu den Aufnahmen stelle ich das einfach wieder runter. Sollte ja absolut kein Problem sein. Ja, und das ist erstmal die Planung. Das alles ausheben wird ein Spaß, aber dafür, wenn das fertig ist, Alter, wenn wir da wirklich ordentlich vorangekommen sind und das wirklich fertig ist mit dem großen Eingangstor, was wir hier haben, wird das echt, das wird einfach krank, Alter. Das wird einfach wirklich so heftig und ich hoffe wirklich, ich ziehe das wirklich durch. Ich hoffe wirklich, das wird so geil, wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch schon ein cooles Design ausgearbeitet. Das kann ich euch vielleicht mal wann anders zeigen, wenn wir dann anfangen, das zu bauen, wie das alles dort aussehen wird. Es wird einfach sehr, sehr interessant und ich freue mich darauf, das jetzt endlich anfangen zu können. Ich habe ja echt lange warten müssen, weil ich erstmal diesen Abteil hier fertig bauen wollte. Den ganzen Abteil, ich warte darauf schon, seitdem wir unten mit dem Hafen angefangen haben. Seitdem habe ich schon dieses Tor in Planung und kann damit jetzt endlich anfangen und darüber freue ich mich einfach so extrem, Alter. So, und wir werden jetzt erstmal hier die Planung festlegen, denn ich will wenigstens das Tor ungefähr in der Mitte von dem Abteil hier bauen. Also ungefähr hier so in der Mitte wird ja auch ein relativ großes Tor. Ich denke mal, es wird sich schon hier so rum erstrecken. Zumindest habe ich das so geplant. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da die Mitte wirklich die beste ist, die wir nehmen könnten. Wenn ich mir das hier von hier aus angucke, wäre es halt geil, wenn wir das Tor so bauen würden. Das würde einfach von der Perspektive, denke ich, hier am besten passen. Naja, wir gucken mal, wo die Mitte ist. Und messen das mal aus und zur Not können wir ja irgendwie was anderes nehmen. Ich brauche mal irgendwelche Markierungsblöcke und man, diese Lags, Leute, diese Lags machen mich einfach fertig. Ja, wir nehmen mal Holz als Markierungsblock. Ich würde sagen, wir gehen mal von hier aus und messen einfach immer in einem Zweierabstand. Dann kann ich es ganz schnell zählen und alles ist gut. So, genau, so 1, also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Wenn 30 Blöcke heißt, die Mitte ist perfekt in ja, 15. 15 ist die Mitte, heißt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, heißt hier ist die Mitte. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Heißt, wenn wir, ich weiß halt noch nicht, wie breit wir das Tor machen. Ich denke aber, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke, oh fuck, oh, das war jetzt der falsche Block, den ich setzen wollte. Ich denke mal, wenn wir 8 Blöcke in jede Richtung gehen, sollte das passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Block.
Ich muss ja die Blöcke abbauen, sonst habe ich dieses Sehen nicht. Ich sehe ja den Block hier gar nicht. Oh ja, das passt definitiv. Ich würde es vielleicht noch um einen Block weiter nach hier verschieben. Heißt, dass wir die Mitte einmal verschieben und einmal den Block hier verschieben und uns das dann nochmal angucken. Oh, warte jetzt. Passt es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was? 2, 2, was? Warte kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heißt, hier müsste der Block tatsächlich sogar sein. So. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich würde es noch ein. Oh, das ist gerade übelst schwierig, weil das ist so eine Entscheidung. Wenn ich die jetzt hier falsch fälle und das Tor am Ende deplatziert ist, muss ich alles komplett abreißen. I'm still so alone.